gefunden. Hallo meine Lieben, ich bin mal wieder in der Hobby-Ecke unterwegs und dachte mir, ich nehme euch mal wieder ein Stück weit mit durch meinen Tag. Ich habe heute nämlich noch allerhand zu tun für das nächste Shop-Update, das ja noch im Juni kommen soll. So, und jetzt seid ihr auch vernünftig auf meinem Tripod, damit ihr euch dann hier auch einfach mal so ein bisschen gemütlich in die Ecke setzen könnt. Ich habe jetzt hier schon mal wieder allerhand vorbereitet. Ich habe ja schon im Podcast erwähnt, dass ich noch so ein bisschen English Paper Piecing vorbereitet habe. Und ich bin jetzt tatsächlich ehrlich an dem Punkt, wo ich fast alle diese schönen Stoffe aufgebraucht habe. Und hier könnt ihr schon mal so einen ganz kleinen Einblick erhaschen. Also die habe ich jetzt schon alle fertig genäht. Wunderschön. Oh nein! Absturz. Ja, die sind jetzt alle schon fertig genäht. So sieht das immer von der anderen Seite aus. Ist immer ein bisschen gruselig, ne? Und immer, wenn ich das meiner Familie zeige, die sagen immer, Sarah, du hast doch einen absoluten Knall, das alles mit der Hand zusammenzunähen. Aber es ist sehr meditativ und macht ganz, ganz schnell abhängig. Und ich kann euch ganz ehrlich sagen, je kleiner die Teile sind, desto mehr macht das Spaß. Klingt verrückt, ist aber tatsächlich so. Und ja, die hier werde ich jetzt auf jeden Fall noch zusammennähen. Und dann können wir nachher auch schon wieder ein bisschen bügeln, zurechtschneiden. Dann kommt das Volumenvlies drauf und dann wird ganz entspannt abgesteppt. Ich freue mich. So, Freunde, bei uns ist heute richtig Schiedwetter. Also eigentlich ist das der perfekte Tag für ein bisschen Handarbeit. Für mich in meinem YouTube-Universum ist heute Christi Himmelfahrt oder Herrentag oder Vatertag, wie immer man diesen Feiertag benennen möchte. Draußen ist, wie gesagt, Schiedwetter. Also nutze ich nochmal die Gelegenheit, um hier meine English Paper Piecing Sachen zusammenzunähen. Wir haben heute nicht wirklich viel vor. Vielleicht können wir heute Nachmittag noch mal eine Runde Fahrrad fahren oder ein Eischen essen gehen. Mal sehen. Ansonsten gibt es hier noch nicht so viel Neues zu berichten. Obwohl, ich könnte euch natürlich schon die neue Stoffauswahl zeigen für die nächsten Projekttaschen. Die habe ich natürlich schon lange, lange vorbereitet. Ja, und da freue ich mich schon sehr drauf. Aber wie gesagt, mein Tag hat leider auch nur 24 Stunden. Manchmal würde ich mir die doppelte Menge wünschen. Aber es ist, wie es ist, ne? So ist das halt, wenn man noch einen Vollzeitjob hat. Dann kann man nicht so. Und dann auch noch stricksüchtig ist, dann kann man immer nicht so, wie man gerne möchte. Jetzt entspanne ich mich aber erstmal eine Runde und nähe hier so ein bisschen meine English Paper Piecing Sachen. Und ja, wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr mir ja gerne so ein bisschen dabei zuschauen. Ich werde mir jetzt mal noch so ein paar YouTube-Videos angucken, damit ich so ein bisschen Unterhaltung nebenbei habe. Hendrik, der ist mit seinem Vati unterwegs, die sind Rollerfahren. Aber das war mir jetzt noch ein bisschen sehr zu kalt. Deswegen bin ich hier am Nähen und macht ja auch ein bisschen mehr Spaß als Rollerfahren, jedenfalls, wenn man nur als Beifahrer dabei ist. Ja, so hat jeder seins. Und zack, sind schon die ersten beiden Teile miteinander verbunden. Also ich kann euch sagen, je öfter man das macht, desto schneller wird man nachher im Zusammennähen. Und diese kleinen Teilchen sind natürlich auch viel schneller zusammengenäht als die großen. Das kommt natürlich auch noch wieder dazu, logischerweise. Ja. Aber es ist eine sehr schöne meditative Übung. Ich habe es ja auch mal mit Meditation versucht, aber das ist nichts für mich. Entweder schlafe ich dabei ein oder mein Gedankenkarussell dreht sich noch schlimmer als vorher. Von daher ist nur so stilles Rumsitzen nichts für mich. Ich muss immer irgendwas zu tun haben, worauf ich mich konzentrieren kann. Und dann komme ich auch mit meinen Gedanken runter und bin dann hinterher schön entspannt. Meine Schwiegermama in Spee hat gesagt, bei ihr wäre es genau andersrum. Wenn sie diese Fummelarbeit machen müsste, würde sie hinterher nervöser sein als vorher. Das kann ich natürlich überhaupt nicht nachvollziehen, aber gut, doch. Kann ja nicht jeder so bekloppt sein wie ich, ne? Und hier diese kleinen Teilchen immer zusammennähen.
Aber ich finde, je mehr Arbeit man in eine Sache reinsteckt und je mehr man so auch auf die Details achtet, desto schöner und runder wird es nachher. Und gerade bei so Projekttaschen finde ich, die können auch ruhig mal so ein bisschen mehr hübsch sein und nicht nur so zwei Stoffteile zusammennähen und ein Kordel dran. Ist natürlich auch schön und jeder hat natürlich seinen persönlichen Geschmack. Ne? Manche mögen es ein bisschen ja, zurückhaltender, andere mögen ganz kunstvolle Taschen und da gibt es ja für jeden Geschmack was. Und das ist auch das Schöne daran, dass für jeden was zu haben ist. So, und schon ist das dritte Teil dran. Also ich verstehe gar nicht, warum nicht mehr Leute English Paper Piecing machen. Das geht doch so schnell. So, jetzt mache ich mal mein Video an und wir sprechen uns später wieder. So, meine Lieben, ich habe jetzt hier schon ja, allerhand zusammengenäht. Ihr könnt ja mal schauen. Also das sind jetzt die einzelnen Bahnen und die müssen natürlich noch zusammengefasst werden. Ja, das ist jetzt so der Plan für die nächste Zeit. Nebenbei gucke ich persönlich immer total gerne BookTube. Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist im Prinzip eine etwas größere Nische, aber vergleichbar mit der Handarbeitsszene, wo dann meistens auch so Frauen über ihre Bücher erzählen oder eben auch Bookshopping-Touren machen. Ich bin jetzt gerade bei Darling Daisy und ich finde auch Morgan Long total cool oder Cozy Rosie Reads. Ja, das ist das, was ich so nebenbei immer gucke, wenn ich nähe oder stricke oder so. Und ja, macht total Spaß. Und da hole ich mir auf jeden Fall auch immer meine Buchempfehlungen her. Ich bin ja jetzt auch wieder so im Bücherfieber seit einer gewissen Zeit und ja. Da lasse ich mich immer inspirieren und manchmal gibt es die Bücher auch auf Deutsch, aber ganz oft gibt es sie halt auch nur auf Englisch. Aber ich versuche mich immer mehr darin zu üben, auch wieder in dieses Leseverstehen reinzukommen. Und ja, das macht einfach auch riesig Spaß, wenn man Bücher auch so gerade nach dem Erscheinen lesen kann. Und ja, es ist auch immer so ein bisschen Gehirnjogging für mich, wenn ich dann so englische Bücher lese. Und ich dachte mir, ich habe ja schon mal so ein bisschen vorbereitet, ne, für das nächste große Shop-Update im August. Ich denke, es wird August werden, wenn nicht sogar September. Aber ich habe natürlich auch neuen Stoff geshoppt und ja, habt ihr Lust, euch den anzugucken? Ja? Nein? Vielleicht? Ja? Soll ich euch das mal zeigen? Na gut, ich zeig's euch mal. Ja, also hier könnt ihr schon mal die erste neue Vorauswahl sehen. Wir können ja mal ein bisschen dichter rangehen und ihr seht schon, dass es auch wieder relativ blumig wird. Ich bin im Moment noch so ein bisschen in so einem, ja, Blumenfieber und ich habe hier ein paar ganz wunderschöne Layer Cake Stoffbahnen schon mal zusammengenommen. Das werden wahrscheinlich alles wieder Turmbeutel werden, also mit einem hübschen Boden dran. Ja, ich finde diese Stoffe einfach super schön und die sollen auf jeden Fall ins nächste Shop-Update kommen. Und ich bin jetzt noch so ein bisschen am Debattieren, welchen Boden die Taschen bekommen sollen. Ich habe ja hier verschiedene Auswahl und ihr könnt ja gerne mal entscheiden oder mal in die Kommentare schreiben, welche Böden ihr am schönsten findet. Ich habe jetzt hier so ein schönes Glattleder, natürlich vegane Variante, in so einem wunderschönen Roséton. Ich finde, das passt natürlich ganz knattergeil zu diesen rosaroten Sprenkeln, die hier so drinne sind. Also ich finde eigentlich jedes Motiv mit dieser Variante totschick. Aber unser Eins hat natürlich auch ein bisschen Auswahl. Und da habe ich hier noch dieses schöne Kupferbraun. Also diese Variante finde ich natürlich auch super schön, weil wir hier auch so wunderschöne kupferbraune, orangene Sprenkel drin haben. Das finde ich auch ganz, ganz toll. Also da könnt ihr mir ja sehr gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben, welche Farben und ja, welche Böden ihr am schönsten findet. Ich bin immer noch so ein bisschen am Debattieren. Und ansonsten habe ich hier noch die Böden, die ihr ja vielleicht schon aus dem ersten Shop-Update kennt. Das ist so eine vegane Velour-Leder-Variante.
glitzert auch wunderschön, also ganz, ganz toll. Oh, was ist denn hier los? Das habt ihr nicht gesehen. Ja, und auch dazu würden diese Stoffe wieder ganz wunderbar passen. Also auch hier haben wir wieder dieses schöne Gelb drin. Ja, also ich bin ja ganz unentschlossen. Das sieht auch toll aus. Also irgendwie, wer die Wahl hat, hat die Qual. Aber lasst es mich sehr gerne mal wissen. Das werden also wieder Turmbeutel in dieser Variante. Und dann habe ich hier noch aus der gleichen Stoffkollektion das gleiche Problem. Hier habe ich auch wieder mehr Orangefarben. Da habe ich jetzt aber nur diese zwei Varianten. Auch das soll ein Turmbeutel werden. Und da habe ich tatsächlich geplant, dann das mit diesem veganen Velourleder zu machen. Ich finde die Kombis einfach super schön. Und das hat schon so einen ja fast herbstlichen Charakter. Das finde ich wunderschön. Also lasst es mich sehr gerne einmal wissen. Mit den Grautönen in das Rosé oder Kupfer. Und die Orangetöne und das Weiß. Dann vielleicht eher mit dem veganen Velour. Ja, erzählt mir doch mal gerne, was da eure Favorites sind. Das hier sieht natürlich sehr mädchenhaft, sehr prinzessinnenhaft aus. Wobei das Grau das irgendwie wieder ganz schön runterholt, finde ich. Und das Kupfer ist natürlich auch ein absoluter Hingucker. Ne? Also was ganz, ganz Besonderes. Ja, aber erzählt mir gerne mal eure Meinung dazu. Und ansonsten habe ich hier nochmal wieder ein paar Sockenbeutel vorbereitet. Man muss natürlich auch mal ein bisschen kleine Beutelchen haben. Ich persönlich mag die Größen, die ich jetzt so im Shop habe, bisher auch am liebsten. Hier habe ich wieder so richtig große Blütenmuster. Das sind dann die Tunnel, mit denen ich das verschließen werde. Das werden also wieder ganz normale Sockenbeutel ohne jetzt nochmal spezielle Böden. Und ich habe auch was für die Leute, die nicht ganz so gerne Blümchen mögen. Habe ich hier nochmal zwei Varianten mit diesem sehr grafischen Muster in Orange oder dieses schöne Rostbraun mit Rosa und das Blau. Ja, das also dazu. Hier habt ihr also schon mal einen großen Sneak Peek. Ich hoffe, euch gefällt die Auswahl. Und hier oben seht ihr schon mal einen kleinen Ausblick auf die nächsten Updates. Ich habe hier noch mal so einen wunderschönen Fat Quarter oder so, ja, nicht ganz, also es sind nicht ganz so viele Stoffe, die schon so Richtung Herbst gehen, die schon ganz viel mit Mond und Sternen zu tun haben und ganz viele gedeckte Farben. Ich liebe ja diese großen Muster und die kommen natürlich auf großen Taschen immer ganz besonders zur Geltung. Also da werde ich wahrscheinlich auch mal größere Taschen mitzaubern, einfach auch, weil die Stoffteile deutlich größer sind in einem Fat Quarter. Ja, das hast du ja jetzt wieder wundervoll hingekriegt, Sarah. Muss mal hier schnell wieder zusammenbauen. Ja, also das hier finde ich natürlich ganz besonders toll und aus dem möchte ich mir unbedingt auch noch eine eigene große Tasche machen. Aber das könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das nochmal ein paar Pulloverbeutel werden. Schon in sehr gedeckten Farben Richtung Herbst gehend, aber nicht unbedingt immer dieses typische Braun und Gold, sondern auch mal ein paar andere interessante Farben. Und hier habe ich dann noch eine kleine Auswahl, weil ich dachte mir, zu Halloween kann ich ja auch mal so das ein oder andere kleine Täschlein machen. Und ja, die finde ich natürlich super cool. Die sind ganz bunt und aber auch ein bisschen gruselig und mit Totenkopf und so. Und die den Vogelstoff, den finde ich natürlich ganz besonders schön. Ja, ganz toll. Also es wird auch zu Halloween ein kleines Shop-Update geben. So viel kann ich euch schon mal sagen. Und das sollen dann eben die entsprechenden Stoffe werden. Ja, und dann bin ich voll eskaliert, was Stoffe angeht. Und habe mir hier diesen riesen Fat Quarter Bundle geholt. Das ist von Riley Blake, das Daybreak. Und wie ihr die Farben schon sehen könnt, das ist wieder ein richtig schönes Nachtblau. Und diese wunderschönen Zitronenstoffe, also
Ich finde Riley-Blake-Stoffe, die sind einfach immer richtig toll. Die Farben, die Muster. Ich bin einfach immer total begeistert davon. Und hier werden sicherlich auch die unterschiedlichsten Taschen draus entstehen. Große Taschen, kleine Taschen, Taschen mit English Paper Piecing. Und ja, also den finde ich ganz, ganz toll. Und ich kann es kaum erwarten, auch mit diesen wunderschönen Stoffen dann zu arbeiten. Ja, und das ist schon mal so ein kleiner Ausblick auf die neuen Taschendesigns. Immer schön knallig bunt, aber auch mal ein bisschen gedeckter. Ihr könnt mir ja gerne mal schreiben, wie ihr die Stoffauswahl findet, ob da was für euren Geschmack dabei ist. Das würde mich wirklich sehr interessieren. Ja, das also dazu. Jetzt werde ich aber mal eine kleine Pause machen und ein bisschen was zu essen kochen. Henrik ist jetzt auch von seiner Rollertour zurück und jetzt brauchen wir mal was zu essen. Es ist schon kurz nach 12 und wir haben auch einen kleinen süßen Blumenstrauß bekommen von Henriks Mama. Jetzt ist ja Pfingstrosenzeit und ja, sind die nicht toll? Schaut euch die mal an. Super schön. Und wenn die erstmal aufgehen. Ja, was koche ich heute? Also ich dachte mir, ich denke mir mal wieder was aus und ich habe mir so eine kleine Fauli-Variante für eine Quiche ausgeguckt. Im Internet gibt es ja ganz viele Möglichkeiten an Gemüse-Quiche und so, aber ich dachte mir, ich bastel mal selber was zusammen. So, wir haben jetzt hier schon mal alles vorbereitet. Ich habe hier nur so ein bisschen Gemüse angebraten, bisschen Zucchini, Paprika, bisschen Speck dazu und noch die letzten Möhren, die wir auftreiben konnten. Dann habe ich hier noch so ein paar rote Zwiebeln, ein bisschen karamellisiert und hier ist schon diese typische Quiche-Mischung. Ei, Milch, ein bisschen Petersilie, etwas Muskat und Salz, Pfeffer. Und hier habe ich schon mal den Blätterteig vorbereitet. Möchtest du das Ganze zusammenbauen? War klar. Was machst du hier jetzt? Ich glaube, es ist ihm noch nicht genug Käse. Wie immer. Das muss doch auch halten. Fällt doch auch. Ja, mit Käse hält es noch besser zusammen. Lecker, lecker, lecker. So, jetzt aber gut. Jetzt ist ja gleich die ganze Tüte drauf. Zufrieden? So, dann hau das mal in den Ofen. Wir haben jetzt den Ofen schon mal aufgeheizt auf 200 Grad. Wechseln jetzt auf Ober-Unterhitze. Und tschüss. Nach einer halben Stunde sehen wir uns wieder. So, jetzt ist das gute Teil aus dem Ofen und sieht gar nicht mal so schlecht aus, würde ich sagen. Vorweg gibt es noch einen kleinen Salat. Lecker, lecker. Und zum Nachtisch Butterbubbelas. Naja, das ist vielleicht nicht ganz so ernst gemeint, aber jetzt wird erstmal lecker gegessen. Yam, yam, yam. So, Mittagspause ist vorbei.
war sehr lecker. Hendriks Eltern sind ganz spontan noch nach oben gekommen. Die waren nämlich jetzt in Holland. Beziehungsweise sie sind die Maas so ein Stück hochgefahren bis nach Rotterdam. Und da ja heute Feiertag ist, hatten sie gar nicht mehr so viel im Kühlschrank. Also haben wir sie kurzerhand zum Mittagessen eingeladen. Ich habe mir hier schon meine Wollen zurechtgelegt. Ich will ja noch den Ranunculus mit anstricken. Heute geht es ja los am 26. Mai. Habe heute Morgen auch schon das Insta-Live gesehen von Kirstin und Marion, aber ich habe noch keine Zeit gehabt anzustricken. Hier ist immer so viel zu tun. Und apropos zu tun, jetzt muss ich natürlich noch meine ganzen kleinen Sachen hier zusammennähen. Das werde ich jetzt erstmal noch machen. Und dann werde ich nachher den Ranunculus anschlagen. Ich habe mir die Anleitung schon runtergeladen. Habe aber noch nicht geguckt. Soweit ich aber weiß, geht das Ganze mit einem Tubular Cast und oder mit einem italienischen Maschenanschlag los. Da war ich ja früher immer nicht so ein Fan von. Aber seit ich das eine Mal bei dieser Stockholm-Mütze, glaube ich, von Petit Knit ausprobiert hatte, oder war es eine andere Mütze? Keine Ahnung. Ich schreibe es euch mal hier rein, falls, wie die Anleitung hieß. Und seitdem finde ich das gar nicht mehr so schlimm tatsächlich. Man muss nur einmal hin und zurück stricken in einer bestimmten Art und Weise, dann zur Runde schließen und dann war es das schon. Und der Effekt, der ist tatsächlich wirklich richtig cool. Wobei ich auch sagen muss, ich weiß gar nicht, war es jetzt bei dem Ankers-Projekt? Bei irgendeinem Projekt hätte man auch italienisch anschlagen sollen, aber da war ich ein bisschen zu faul, wenn ich ehrlich bin. Das Ankers-Projekt, das sollte jetzt irgendwie erstmal ganz schnell losgehen und ich wollte jetzt nicht irgendwie so einen Firlefanz machen mit dem italienischen Maschenanschlag. Aber ich denke, bei dem Ranunculus wird es sich wirklich lohnen, da die extra Zeit zu investieren. Aber jetzt mache ich es mir erstmal noch ein bisschen gemütlich, habe noch hier mein Gläschen Wasser und dann nähe ich jetzt mal noch hier die allerletzten English Paper Piecing Teile mit diesem wunderschönen Stoff zusammen. Und dann kann es hier auch an der Taschenarbeitsfront bald weitergehen. Los geht's! Fertig. Ich habe das letzte Stück English Paper Piecing jetzt zusammengenäht und jetzt muss ich gerade noch die Papiere rausholen und dann brauche ich echt mal eine Pause. Bei uns ist es jetzt gleich 4 Uhr nachmittags und ja, ich kann jetzt auch mal eine kleine Pause gebrauchen. Es ist halt auch immer ganz schön anstrengend, wenn man so genau auf die Arbeit schauen muss und dann immer mit dieser kleinen Nadel hantieren und immer genau gucken, wo man jetzt den Stich setzt und dass der Stich dann auch bitte durch den Stoff geht und nicht in den Finger und solche Sachen halt, ne? Also die Probleme einer Handnäherin, aber es ist schon immer ganz schön anstrengend und ich schaffe auch immer nur so einen Teil am Tag, weil alles andere ist einfach zu viel für mich. An guten Tagen habe ich schon mal vormittags einen so ein Teil geschafft und nachmittags nochmal so ein Teil. Aber das ist dann schon wirklich, ja,
ganz schön anstrengend für die Finger und für die Augen und für den Rücken vor allen Dingen. Deswegen bin ich froh, dass ich das jetzt fertig habe und mit den nächsten Nähschritten weitermachen kann. Ich werde jetzt noch hier die Papiere rausholen und mich dann wohl mal zu Hendrik auf die Couch gesellen, mal ein bisschen die Äuglein zumachen und vielleicht später noch eine Maschenprobe für den Ranunculus. Und dann lasse ich es für heute auch gut sein. Vielleicht können wir nachher doch noch mal eine Runde Fahrrad fahren. Es hat hin und wieder immer mal wieder geregnet jetzt. Aber vielleicht stabilisieren sich die Wolken ja jetzt so zum Abend hin. Und dann können wir noch mal uns ein bisschen bewegen, frische Luft tanken. Das muss ja auch mal sein zwischendurch. Auch wenn ich den ganzen Tag stricken und nähen könnte. Ich muss mich ja auch mal ein bisschen bewegen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ja, und dann würde ich sagen, nehme ich euch am Wochenende noch mal mit. Vielleicht am Samstag oder am Sonntag. Mal schauen. Morgen ist ja noch mal ein Arbeitstag. Aber dann kommt das Wochenende, Gott sei Dank, mit schnellen Schritten. Und dann wird wieder genäht. Guten Morgen, meine Lieben. Es ist Sonntag und wie ihr sehen könnt, habe ich noch ganz nasse Haare. Ich bin nämlich gerade duschen gewesen und werde jetzt mal an meinen Täschlein weiternähen. Wir haben uns ja zuletzt am Donnerstag gesprochen. Seitdem ist schon wieder viel Wasser die Weser runtergeflossen und ich habe ein bisschen an dem Ranunculus weitergestrickt. Ich bin auch schon sehr weit gekommen. Ich habe jetzt die Rundpasse fertig. Die Ärmelchen sind abgekettet und jetzt muss ich eigentlich nur noch ein paar Zentimeter den Körper stricken und das Bündchen und dann ist das Teil auch schon fertig. Also das war wirklich super, super schnell fertig gestrickt. Also ich bin ja noch nicht ganz fertig, aber ich glaube, ich habe Freitagnachmittag die komplette Rundpasse gestrickt. Bin jetzt also auf der Zielgeraden, aber da lasse ich mir jetzt noch so ein bisschen Zeit. Ich will jetzt nämlich erstmal an meinen Taschen weiternähen, damit ihr auch bald mal wieder ein Shop-Update bekommt, bevor ich dann wirklich schlussendlich in die Sommerpause gehe. Ihr habt gerade hier schon gesehen, dass ich alles vorbereitet habe und ich habe diesmal auch zwei kleinere English Paper Piecing Taschen gemacht, beziehungsweise habe das vor und habe hier hinten wieder dieses vegane Velour-Leder, vorne dann die English Paper Piecing Sachen und das Ganze auch noch einmal in Gerb. Habe auch schon hier meinen Futterstoff vorbereitet mit meinem kleinen Schäfchen und da werde ich jetzt mal so ein bisschen vor mich hin nähen. Ich
werde auf jeden Fall wieder diese einzelnen Waben absteppen. Das macht das immer noch immer wieder ganz besonders schön und ja, gibt ein Detail und ich finde das immer richtig, richtig toll. Und oben wird das Ganze mit einem Reißverschluss zugemacht. Also das ist irgendwie so für Nadeln oder Kleinkram, was man halt immer so mit sich rumschleppt als Handarbeitsbegeisterter. Ja, das werde ich jetzt mal machen. Und dann zeige ich euch nachher noch den Fortschritt am Ranunculus und am Sommersorel. Ich habe ja in meinem Podcast erzählt, dass es einmal ein Knit-Along für den Ranunculus gibt und ein Knit-Along für den Sommersorel. Und beim Sommersorel bin ich auch schon ziemlich weit vorangeschritten, bin jetzt schon bei dem ersten Farbwechsel angekommen. Ja, und wir sind am Samstag noch bei dem schwedischen Möbelhaus gewesen. Ganz spontan haben wir gesagt, oh ja, fahren wir da mal hin. Ich brauchte sowieso noch ein bisschen, wie soll ich sagen, Stauraum für meine Art van Draht-Sachen. Und habe dann immer hin und her überlegt, ob ich mir hier noch so eine kleine Kommode hinstellen soll. Aber das ist mir dann irgendwie alles doch zu viel gewesen. In der Küchenabteilung bin ich dann fündig geworden. Und zwar habe ich mich hier für diesen kleinen Servierwagen entschieden. Ich fand den ja so cool. Und habe ich gedacht, ja, das ist genau das Richtige. Hier oben habe ich mir noch so eine Holzplatte gekauft. Da ist auch schon mein Bügeleisen drauf. Und hier innen drinne haben wir dann so Kleinigkeiten, mein Mini-Bügeleisen und was man halt so alles braucht. Meine ganzen Bänder und Garne und Paspelband und Reißverschlüsse und Co. Ja, finde ich total cool. Passt auch wunderbar in diese Ecke unterhalb des Nähtisches. Also sieht man dann auch gar nicht so, wenn man den Raum betritt. Aber das war nochmal so eine coole Ergänzung zur Hobby-Ecke. Und jetzt werde ich mal ein bisschen nähen. Jetzt gibt es erstmal ein Tässchen Tee. Ich habe jetzt schon einmal die ganzen kleinen English Paper Piecing Teile fertig genäht. Das habt ihr auch gerade schon gesehen. Ich finde, das macht immer so viel aus an Detail. Jetzt bin ich so weit, dass ich die Taschen hier unten an den Kanten auf jeden Fall abrunden werde. Ich finde, das sieht immer ganz hübsch aus. Und dann können wir auch schon bald den Reißverschluss annehmen und mein Paspelband. Ich habe hier noch so ein schönes braunes Paspelband. Das kommt hier auch noch an und natürlich das Art van Draht Logo. Und dann sind die beiden Täschlein schon bald fertig. Aber jetzt fangen wir erstmal mit dem ersten an. So, um die Rundung anzuzeichnen, werde ich höchstwahrscheinlich etwas... etwas Größeres brauchen. Das hier ist ein bisschen zu klein. Nehmen wir mal das. Ja, das sieht besser aus. Thank you.
Yay, meine erste Tasche ist fertig. Juhu, so sieht sie nun aus. Ich finde sie ja super süß. Ich habe diesmal auch mein Label noch so ein bisschen verstärkt angenäht. Ich finde, das macht auch nochmal einen charmanten Eindruck. So sieht die Rückseite aus. Womit ich noch nicht ganz so zufrieden bin, sind diese Reißverschlussecken. Irgendwie habe ich die noch nicht so richtig schön hinbekommen. Da kann ich auf jeden Fall noch ein bisschen dran arbeiten. Aber so finde ich es jetzt schon ganz schön. So würde ich es jetzt auch verkaufen wollen. Und ja, wer auch immer dieses kleine süße Täschlein erwischt, dem wünsche ich ganz viel Glück und Frohsinn im Leben. Ja, hat wirklich viel Spaß gemacht. Und jetzt kommt ja noch die zweite Tasche dazu. Mit der braunen Rückseite, das ist jetzt hier die gelbe. Ja, ich finde die super schön. Am liebsten würde ich die selber behalten. Nein, natürlich nicht. Ich kann mir ja jederzeit eine neue machen, wenn ich das will. Aber ja, so sehen die jetzt aus. Ich bin richtig happy. Haha. Ja, und ich werde jetzt wahrscheinlich auch noch hier so ein bisschen weiternähen. Vorher wollte ich euch aber gerne noch einmal meinen Fortschritt an meinen Stricksachen zeigen. Und zwar haben wir hier einmal den Sommersorel. Hier könnt ihr schon mal sehen, wie weit ich vorangeschritten bin. Das ist eigentlich ein wirklich total einfaches, simples Muster. Das macht wirklich richtig viel Spaß und ist ganz schnell weggestrickt. Das habe ich mal an einem Nachmittag weggearbeitet. Also wirklich super schnell. Das Garn, was ich dafür habe, das ist ein ganz normales Merino Single Garn. Das war ja die Jakobsmuschel von Rock the Wool. Wirklich super schön und das strickt sich wunderschön gleichmäßig raus, wenn ihr mal auf die Farben achtet. Es sieht wunderschön aus. Und ich bin jetzt schon so weit, dass ich in den Farbwechsel gehe. Ich habe auch hier schon mal angefangen, den Farbwechsel einzuarbeiten und zwar hiermit. Das ist auch irgendwie so ein Rest von Kartinchenwolle, glaube ich. Und jetzt bin ich am Debattieren, ob ich nicht vielleicht doch erst dieses andere gesprenkelte Kartinchengarn reinfäde, weil hier schon ziemlich viel Rot drin ist. Das ist aber noch ganz dicht an der Jakobsmuschel dran. Ne? Und ja, vielleicht kann man hier diesen Fade ein bisschen schöner gestalten, sodass ich dann quasi das Rosa nachher unten am Körper habe. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, aber ich denke, so werde ich es wohl halten, dass ich jetzt hier mit dieser Farbe weiterarbeite und je weiter ich dann nach unten komme, desto rosaner und heller wird es dann werden. Ja, also das ist der Stand zu meinem Sommersorel. Das ist ja Knitalong von Schwedenrot Yarns und Punkrock Unicorn Yarns. Da könnt ihr ja auf Instagram mal schauen, wenn ihr da noch ein bisschen mehr wissen wollt. Das ist soweit mein Stand und ich habe gar nicht mehr so viel. Wie gesagt, ich bin jetzt dabei, in die zweite Rundpassenabteilung zu wechseln, sage ich mal. Und dann nachher ist ja nur noch glatt rechts stricken auf der falschen Seite und dann haben wir nachher so ein schönes glatt links Muster auf der richtigen Seite des Strickteils. Die Ärmchen noch raus und dann ist das eigentlich auch schon fast fertig. Das soweit der Stand zu meinem Sommersorel. So, ich habe mir es jetzt hier nochmal gemütlich gemacht, damit ich euch den Fortschritt zu meinem Ranunculus nochmal zeigen kann. Das ist ja der zweite Knitalong, wo ich jetzt unbedingt mitmachen wollte. Und der wird von Quickstrick und von Willow01 auf Instagram, ja, veranstaltet. Und ihr könnt schon mal sehen, wie weit ich gekommen bin. Also ich bin schon fast fertig. Also fast fertig ist übertrieben, ne? Aber ich bin schon sehr weit, die Rundpasse ist soweit fertig, die Ärmelchen habe ich schon rausgestrickt und es sieht irgendwie noch ein bisschen klein aus. Aber ich kann euch sagen, das wird nachher noch ordentlich gespannt und dann sitzt das hoffentlich auch so, wie das sitzen soll. Jedenfalls hoffe ich, dass das dann nachher auch so sein wird. Aber ich bin da ganz guter Dinge. Wie gesagt, hier ist noch ziemlich viel Spannkraft drin, wie ihr dann schon leicht sehen könnt. Ja, da muss ich dann mal gucken. Mit der Maschenprobe bin ich gerade so hingekommen mit diesen 14 Maschen und ich habe mich auch dagegen entschieden, den italienischen Maschenanschlag zu verwenden, weil das einfach viel zu eng geworden wäre mit dem Garn, so wie ich es jetzt für mich ausgesucht habe. Deswegen habe ich ganz normal mit dem Kreuzanschlag gearbeitet, habe dann eine Masche verschränkt rechts abgestrickt und die andere Masche ganz normal links. Und dann kommt man hier auch zu einem, ja, normalen Halsausschnitt, würde ich fast sagen.
Das Muster ist wirklich total einfach runtergestrickt. Aber ich kann euch, ganz ehrlich, kann ich euch nicht erklären, warum diese Anleitung ausgerechnet so gehypt wird. Also die ist super schön. Die Anleitung ist ganz, ganz toll geschrieben. Aber es ist so simpel. Aber vielleicht ist es genau gerade das, dass es so simpel ist, aber trotzdem so effektvoll. Es ist wirklich super, super schön und ich bin auch total froh, wieso die Farben jetzt rausgekommen sind. Ich habe ja selbst gefärbtes Garn verwendet. Einmal hier dieses Merino-Garn und dazu dieses etwas gesprenkelte Mohair-Seiden-Gemisch. Ja, aber wirklich ganz, ganz toll und super schnell weggestrickt. Wie gesagt, die Rundpasse habe ich an einem Freitagnachmittag, glaube ich, gestrickt. War das Freitag? Ja, ich glaube, es war Freitagnachmittag. Es war ganz, ganz, ganz schnell fertig. Und jetzt muss ich im Prinzip nur noch 8 cm glatt rechts stricken. Dann kommt das Bündchen dran. Und dann kann das schon mit in den Sommerurlaub. Da bin ich wirklich sehr überrascht, wie super schnell das fertig war. Und die Farbe ist auch richtig toll. So ein richtiges schönes Bonbonrosa, würde ich fast sagen. Ja, passt auf jeden Fall schön zu dem Sommerkleid. Das habe ich euch ja schon im Podcast gezeigt. Ja, da bin ich wirklich sehr happy. Richtig schön. Ganz, ganz toll. Und ich bin auch noch ein bisschen unartig gewesen und habe noch mal so ein bisschen neue Wolle geshoppt. Ihr erinnert euch ja vielleicht an das Making-of zu dem, wie hieß er noch gleich, Weekender von Andrea Mowry. Da hatte ich ja dieses ganz tolle Gotland Garn von Licke Sheep Farm und Woolen Twine war es, glaube ich. Diesen Pullover habe ich ganz ehrlich gesagt noch nie angehabt, weil er erstens nicht so locker sitzt, wie er sitzen soll. Ich hatte ja damals leider einen Strang zu wenig gekauft. Deswegen musste ich die kleinste Größe stricken. Und die Wolle, die ist wirklich sehr robust und die, ich dachte immer, ich hätte kein Problem mit etwas kratzigerer Wolle, etwas robusterer Wolle, aber doch habe ich, ich kann das Teil nicht tragen. Das macht mich ganz wahnsinnig, wenn ich den Pullover anhabe und ich will eine Jacke draufziehen. Das piekst und kratzt und ist ganz unangenehm, egal wie viele Schichten ich da drunter anhabe. Irgendwie schaffen es die Wollfasern doch bis zur Haut durchzudringen und das ist wirklich so schlimm, dass die Haut so richtig Ausschlag gibt. Von daher bin ich sehr traurig, dass ich das nicht irgendwie tragen kann. Da muss ich dann mal sehen, was ich aus der Wolle mache. Auf jeden Fall werde ich den Weekender dann leider ribbeln müssen. Aber ich finde die Form so wunderschön. Und immer wenn ich den anhabe, denke ich, oh ja, das, die Form, die ist super. Die ist zwar kastig und du hast diesen langen, schmalen Ausschnitt. Aber genau das gefällt mir richtig gut daran. Und deswegen habe ich gedacht, naja gut, dann machst du dir halt aus einem anderen Garn nochmal einen Weekender Light. Und ich bin so ein bisschen durchgedreht bei Rabea von Schwedenrotjans und habe mir da richtig knallige Farben ausgesucht. Ich weiß auch nicht, war irgendwie in so einer rosa-pink-neon-Phase gerade und habe mich deswegen für ihre Luxury Sock mit in der Färbung Sunset Avenue entschieden. Wow. Wahnsinn, oder? Ich zeige es euch nochmal so ein bisschen, ohne dass es so überbelichtet ist. Aber ja, das ist meine Auswahl. Die leuchten wirklich um die Wette, die Teile. So, jetzt seht ihr sie mal noch nicht ganz so überbelichtet. Ja, das ist also Sunset Avenue. Wahnsinn, richtig schöne Grautöne und ganz viele Neonsprenkel da drauf. In rosa und pink und gelb. Ja, fand ich knatter cool. Richtig, richtig peppig und fesch. Und dazu habe ich mir noch dieses Wölkchen gekauft. Und zwar ist das Fluffy Suri Silk in der Farbe Campari. Wow. Ich bin total begeistert. Und es ist so schön weich und fluffig und schön und toll. Ja. Ich komme mal wieder hier zu euch. So, also ich konnte nicht anders. Das musste einfach mit. Und ich fand das so cool. Gerade die hier, die ist sowas von oberflauschig und so schick. Wahnsinn.
Also hier seht ihr sie nochmal in all ihrer Pracht. Also richtig cool. Und das soll eben der Weekender Light werden. Und das will ich ja auch verarbeiten. Der Weekender, der wird ja irgendwie von unten nach oben gestrickt. Und oben am Ausschnitt werde ich dann eventuell diesen Boot-Neck-Ausschnitt, glaube ich, heißt das, werde ich in diesem fluffigen Sori-Silk machen. Das passt ja farblich ganz, ganz toll hier zu Sunset Avenue. Und damit das richtig fluffig wird, wollte ich da dieses fluffige Garn verwenden. Wobei ich auch sagen muss, dass dieses Garn einfach der absolute Knaller ist. Das ist so flauschig, so fluffy, tatsächlich, ist absolut der Wahnsinn. Die Farben sind auch so schön, auch so ein bisschen orange und pink dabei. Passt ja wunderbar zur Sunset Avenue. Ja, und das ist eben meine Ausbeute für den Weekender Light. Ja, und das war eigentlich schon alles, was ich euch zu meinen strickigen Abenteuern erzählen kann. Ich muss auf jeden Fall noch diese süße Strickjacke fertig bekommen, denn das Baby kommt jetzt wirklich bald. Von daher muss das Jäckchen fertig werden. Und ansonsten wollte ich euch noch kurz erzählen, habe ich den Buchspazierer fertig gelesen. Und ja, ist wirklich eine süße Geschichte. Ne? Also kann man super mal ganz schnell weglesen. Hat natürlich auch ein schönes Happy End. Und zählt auf jeden Fall zu den leichten, süßen Geschichten. Obwohl da zwischendurch auch mal etwas nicht so Schönes passiert. Aber letztendlich kommt alles zu einem Happy End. Das ist für meinen Geschmack ein bisschen zu kurz erzählt. Also ich glaube, da hätte man bestimmt noch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen können. Und aber ansonsten ist es wirklich eine süße Geschichte, würde ich mal sagen. Und dann nehme ich euch nochmal mit hier in meine Leseecke. Schrägstrich Schlafzimmer. Und hier habe ich auch noch eine kleine Auswahl rumliegen, denn jetzt ist nämlich die große Frage, was lese ich jetzt? Ich bin so ein bisschen unentschieden. Ich hatte ja erst überlegt, die 7 Männer von Evelyn Hugo zu lesen. Ich habe mir sagen lassen, dass das Buch total gehypt wurde in letzter Zeit. Keine Ahnung, ich bin da nicht so up to date, was gerade so aktuell ist und was nicht so aktuell ist. Ich stöber immer so die Online-Buchhandlungen und Online-Secondhand-Buchhandlungen durch und das, was mir gefällt, das kommt in den Warenkorb, egal wann es veröffentlicht worden ist. Ja, und nun bin ich halt am Überlegen, ob ich eben das Buch lese. Ich habe euch ja schon von den anderen Büchern in den Podcasts erzählt und dann sind mir aber auch noch 2 andere gute Bücher in die Hände gefallen. Ihr müsst euch vorstellen, ich persönlich lese immer mehrere Bücher parallel, je nachdem, worauf ich gerade Lust habe. Ich kann die Geschichten eigentlich ganz gut auseinanderhalten, tatsächlich. Und ja, ich lese halt auch quer durch die Bank. Also leichte Geschichten, anspruchsvolle Geschichten, Fantasy. Krimis lese ich überhaupt nicht. Krimis, Thriller, Psychothriller, Horrorgeschichten. Nee. Ist überhaupt nicht meins, also gar nicht. Bin auch ein absoluter Tatort-Nicht-Gucker. Weiß ich nicht. Alleine schon die Bildfarbe, immer dieses kalte Stahlblau. Boah, mag ich überhaupt nicht. Das verfehlt seine Wirkung bei mir nicht, aber es hat eben die Wirkung, dass ich es überhaupt nicht mag. Aber bevor ich euch jetzt zum Schluss nochmal ein Ohr abquatsche, wollte ich nochmal kurz die Herausforderer präsentieren. Der Alchemist ist auch ein sehr gehyptes Buch, ist auch schon ein paar Jahre alt. Da geht es um einen Mann, der durch die Wüste zieht und über seine Lebensweisheiten, Lebenseinsichten, Erkenntnisse und so weiter berichtet. Also genau, das ist so ganz, ganz kurz und knapp erzählt. Paulo Coelho kann unheimlich gut schreiben. Der hat so ein scharfes Auge für Gesellschaftskritik. Ich habe schon von ihm Veronika beschließt zu sterben gelesen und ich fand das granatenmäßig. Das Thema ist sehr heftig natürlich. Es geht um das Thema Suizid und es geht auch um das Thema Irrenhaus, also ne, ganz bewusst dieses Wort genommen. Also da hängen ja ganz viele verschiedene Bilder und Schubladendenken mit zusammen. Und was ich bei Veronika beschließt zu sterben ganz, ganz toll fand,
ist eben der Frage so ein bisschen nachzugehen, wer die Irren eigentlich sind. Sind die Irren diejenigen, die außerhalb dieser geschlossenen Anstalten leben, oder sind es wirklich die, die in den geschlossenen Anstalten leben? Und er hat so ein bisschen das Thema auch angerissen, von wegen, dass manche Menschen auch sich einweisen lassen, damit sie einfach mal so sein können, wie sie sind, weil sie mit dem gesellschaftlichen Druck und den gesellschaftlichen Rollenbildern nicht zurechtkommen. Und all solche Dinge, und das fand ich halt bei Veronika beschließt zu sterben, wirklich ganz, ganz, wirklich richtig toll aufgearbeitet. Für mich ein bisschen zu kurz. Ich hätte noch 200 Seiten mehr zu diesem Thema und zu dieser Geschichte lesen können, aber das ist bei Paulo Coelho meistens der Fall. Die Bücher sind relativ dünn, aber da steckt so viel Weisheit, so viel Erkenntnis drin, so viele Denkanstöße, die man damit rausnehmen kann. Und deswegen ist der Alchemist auf jeden Fall auch ziemlich weit oben. Und das ist ja auch ganz schnell weggelesen. Das hat gerade mal 170, 180 Seiten oder so. Also ist eigentlich nicht viel. Und dann habe ich noch Honoré de Balzac, Der Talisman. Finde ich auch sehr spannend. Und zwar geht es da um einen Herren, der sein letztes Geld irgendwie verspielt. Und kurz bevor er sich in der Seine ertränken will, kommt ein Fremder und schenkt ihm ein Amulett. Und dieses Amulett erfüllt seine Wünsche, aber jeden Wunsch, den sich dieser Mann von dem Amulett erfüllen lässt, bringt ihn einen Schritt näher zu seinem Tod. Also ganz, ganz interessant und spannend und auch ein bisschen mysteriös. Ja, das sind so die beiden Bücher, die auf jeden Fall jetzt gerade auch so ein bisschen mit den Büchern konkurrieren, die ich hier ja schon liegen hatte und euch im Podcast gezeigt hatte. Ja, was ich aber auch nochmal neu für mich entdeckt habe, ist Der Club der Toten Dichter. Da gibt es ja auch einen Film von mit Robin Williams, der ja leider, leider auch schon verstorben ist. Ja, aber das Buch wollte ich unbedingt mal wieder, oder wollte ich überhaupt mal lesen. Den Film habe ich vor Jahren mal gesehen. Ich habe schon wieder vergessen, worum es ging. Ist, glaube ich, auch so ein bisschen Murder Mystery und so ein bisschen, ja, Highschool-Leben, glaube ich. Oder ist es ein Internat? Genau, es ist ein Internat. Ja, also das ist auch nochmal wieder so eine Geschichte, die ich unbedingt lesen möchte. Und ich habe hier unten noch ganz viele andere Bücher. Also ich könnte euch jetzt wieder stundenlang ein Ohr abkauen zu den ganzen Büchern, die ich hier liegen habe. Ihr merkt schon, ja, Bücher und Wolle und Nähen und so. Damit kriegt er mich. Ich werde jetzt auf jeden Fall noch meinen Tee zu Ende schlürfen und dann mit der zweiten Tasche anfangen. Auf jeden Fall werde ich euch zu dem Shop-Update hier auf YouTube nochmal so einen kleinen Beitrag posten mit allen Details, wann dann das Shop-Update ist. Und auf Instagram werde ich auf jeden Fall auch nochmal was dazu posten. Also falls ihr mir da noch nicht folgt, @artvandrat oder @sarahvandrat, beides ist möglich und führt euch zu meinem Etsy-Shop. Dann werdet ihr doch hoffentlich auch über das Shop-Update informiert und vielleicht hat ja der oder die eine diesmal ein bisschen mehr Glück bei den Täschlein. Ich hoffe, sie gefallen euch. Die anderen Täschlein sind ja auch alle mit English Paper Piecing und ja, ich bemühe mich, das ganz schnell für euch fertig zu nähen und dann auch ganz schnell online zu stellen und hoffe, dass die Täschlein dann ganz zügig neue Besitzerinnen oder Besitzer finden. Jetzt bleibt mir nur übrig, euch einen schönen Sommer nochmal zu wünschen. Wir werden uns dann im Juli oder im August frühestens wiedersehen. Ja, bis dahin wünsche ich euch eine schöne Handarbeitszeit und bleibt schön gesund und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!